So, dann begrüße ich Sie alle recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen den TBV Lemgo. Endstand vor 3.765 Zuschauern 32:25. Ich begrüße den Gästetrainer Florian Kehrmann und bitte ihn um sein Statement. Ja, schönen guten Abend. Erstmal Glückwunsch an Robert und den HC Erlangen für die verdienten Punkte. Wir haben mit so einer Leistung wie heute hier sicherlich nichts zu holen gehabt. Trotzdem muss man sagen, dass wir in den ersten 20 Minuten, ich glaube, das Spiel offen gestalten. Nach 20 Minuten steht es 8:9. Auch da haben wir schon ein, zwei dumme Fehler gemacht. Die hat Erlangen dann noch nicht ganz so bestraft. Und dann fallen wir in den letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit im Angriff völlig auseinander. Ich glaube, wir machen 6 oder 7 Mal technische Fehler, Schrittfehler, Passfehler. Wenn wir uns den Ball dann erkämpft haben, in der zweiten Phase 2 Mal, wo wir den Ball wegwerfen, wo wir eigentlich einfache Tore machen können. Und das wird dann bestraft bis zum 10-16. Und dann geht es in der Halbzeit halt darum, was kann man noch wieder ändern, um so ein Spiel noch zu drehen. Auswärts ist das immer sehr schwer ohne Publikum. Und es braucht dann immer auch wirklich immense Impulse. Und dann wollten wir sehr aggressive Abwehr stellen. Haben wir eigentlich den ersten Angriff genau das, was wir haben wollen, einen Wurf in einer schweren Situation, der aber dann doch irgendwie noch ins Tor findet. Und dann haben wir auch da wieder so direkt den Glauben an unsere Abwehr verloren. Gewinnen dadurch keine Bälle und tun es vorne im Angriff wirklich sehr schwer. Gerade in der zweiten Halbzeit haben Erlangen doch sehr kompakt, gerade mit Horak und Link im Innenblock, sehr kompakt gestanden. Und wir konnten das Spiel nicht breit genug und vor allem, wir sind nicht richtig in die Zweikämpfe gegangen. Und dann fallen wir auseinander. Da machen wir nur Fehler, jeder guckt nur auf sich, wir nutzen keine einfachen Chancen. Und das, was wirklich überhaupt nicht geht, dass wir dann auch in der Abwehr nicht mehr Zeichen setzen. Und dass wir am Ende dann nochmal Ergebniskosmetik betreiben, ist schön. Aber was die erfahrenen Spieler eigentlich, nachdenklich machen sollte, ist, dass es dann ein 19-jähriger Jari Lemke schafft, 10 Minuten lang im Angriff wirklich Lücken zu reißen, Nebenleute einzusetzen. Auch wenn vielleicht ein bisschen die Abwehr nachgelassen hat von Erlangen, aber der hat das wirklich mit Herzblut gemacht. Und auch ein Tim Sutong ist weiter in die Zweikämpfe gegangen. Und mit so einer Leistung können wir auswärts nichts holen. Und da werden wir auch zu Hause gegen THW hier nichts holen. Aber dann sollten wir uns überlegen, ob wir dann nach Balingen fahren, die Punkte direkt da lassen. Dann sparen wir uns die Übernachtung oder ob wir jetzt endlich mal begriffen haben, in welcher Situation wir uns befinden und den Kampf annehmen. Und ohne Kampf geht es auswärts schon gar nicht. Und zu Hause braucht man den auch, um zu gewinnen, vor allem gegen den THW. Danke. Vielen Dank, Robert. Wie hast du die 60 Minuten gesehen? Ja, auch schönen guten Abend und danke für die Glückwünsche. Ich finde auch am Anfang war es ja eng, nur 1, 2 Tore. Ich finde auch, wir haben auch nicht da alles richtig gemacht am Anfang, Überzahl, Unterzahl. Ich finde, wir haben auch ein paar Fehler gemacht. Aber die haben, wie gesagt, nach 20 Minuten umgestellt, konnte da ein bisschen einfache Tore kriegen und dann in unser Spiel gefunden und mit diesem Vorsprung zur Halbzeit gehen. Und das war natürlich für uns sehr, sehr wichtig, nach ein paar Niederlagen wieder dieses Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein zu holen. Und deswegen bin ich trotzdem zufrieden, wie wir angefangen haben. Vor allem, Flo hat das gesagt, im Hinspiel waren wir viel zu offen in unserer Abwehr. Mit solchen Spielern wie Sutton, Kogut, alles, die haben uns auseinandergerissen. Heute standen wir von Anfang an kompakt. Aggressivität und so weiter, das hat auch unser Torhüter ein bisschen geholfen heute. So, damit bin ich sehr zufrieden. Vielleicht auch ein kleines Knackpunkt, wenn das nicht optimal war, war vielleicht Umstellung auf 5-1 mit Jonas. Da haben die diese paar Fehler gemacht, was wir Lemgo im Angriff, was wir auch zu einfachen Toren kamen und in diese Führung zur Halbzeit ging. Und danach, finde ich, haben wir weiter gemacht, alles gegeben, alles versucht. Wir wollten weiterhin diesen Vorsprung aufbauen, nie aufgeben, immer kämpfen, alles. Und das haben wir
fast bis zum Schluss gemacht mit ein paar technischen Fehlern. Aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft heute. Extra Lob zu unserem erfahrenen Spieler, Pavel Isa, dass die direkt von, wenn die gespielt haben, Verantwortung übernommen, gezeigt, dass wir diese ältere Erfahrung, erfahrene Spieler brauchen. Auch sehr, sehr glücklich, dass wir 2, 3 junge Spieler einsetzen können. Die haben das auch sehr, sehr gut gemacht. Ich bin auch froh, dass wir dieses Spiel zu Hause zeigen können, in unserer Halle, für unsere Fans, unser Publikum, das Drehen und diese Leistung zeigen nach dieser kleinen Negativserie von Niederlagen. Und das pusht uns auf und wir sind glücklich über das Sieg. Und jetzt geht es einfach für uns weiter. Das war ein wichtiges Spiel, vor allem für Lemgo. Das wussten wir, aber für uns ein bisschen auch, dass wir viele Sachen vielleicht ein bisschen klar machen können. Also wir waren auch nicht unter Druck, aber wir wollten unbedingt eine gute Leistung zeigen und das Spiel gewinnen. Und das, finde ich, haben wir auch heute zurecht gemacht. Danke. Vielen Dank, Robert. Jetzt wollen wir den Manager des TBV Lemgo zu Wort kommen lassen. Bitte Ihr Statement. Ja, guten Abend. Glückwunsch an Erlangen. Ja, Flo hat es eigentlich schon gesagt. Die Leistung heute war völlig indiskutabel. Hinten Abwehr, Torhüter, vorne viele technische Fehler. Ich denke mal, darüber müssen wir nächste Woche reden und alles dafür tun, dass wir nicht wieder so auftreten, weil im Abstiegskampf geht es um jeden Meter, um Einsatz, um Wille. Und das habe ich heute einfach bezeichnet, war der 7 Meter, der dann abgewehrt wird. Und bei uns stehen 5 Leute an der 6-Meter-Linie und schauen da tatenlos zu, wie ein Erlanger Spieler sich nach dem Ball schmeißt. Und das möchte ich von unserer Mannschaft sehen. Und wie gesagt, einziger Lichtblick heute, Jari Lemke. Das war engagierter Auftritt und das wünsche ich mir in den nächsten Spielen dann auch von den erfahrenen Spielern. Die können sich da mal eine Scheibe abschneiden. Vielen Dank. René, dein Fazit bitte. Ja, schönen guten Abend von meiner Seite. Vielen Dank für die Glückwünsche. Ich kann mir vorstellen, wie schwer die Situation für den TBV Lemgo jetzt sein muss. Aber wir haben natürlich vor dem Spiel ganz klar gesagt, wir schauen auf uns und wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen. Ich finde, das hat man von Anfang an den Jungs angemerkt. Uns wurde ja in den letzten Tagen und Wochen immer wieder nachgesagt, wir müssen unser Selbstvertrauen finden und. Ich finde, bei der letzten Pressekonferenz haben wir ganz klar und deutlich auch gesagt, dass wir das nicht finden müssen, sondern wir müssen einfach wieder die Kleinigkeiten ändern und kleine Dinge auch wieder richtig machen. Das haben wir heute getan. Ich finde, du hast von der ersten Minute an wirklich von der Körpersprache her, die Jungs hatten Spaß am Spiel. Das hat man gesehen, dieser Spaß und diese Freude hat sich auf die Zuschauerränge übertragen. Es war mal wieder eine tolle Stimmung in der Halle und hat uns am Ende auch mit zum Sieg getragen. Natürlich für uns sehr wichtig. Wir wollten dieses Erfolgserlebnis wieder auch zeigen. Wir wollten zeigen, dass wir den Handball nicht verlernt haben. Ganz im Gegenteil. Wir beherrschen ihn sehr gut und das haben wir heute auch gezeigt. Und dementsprechend deutlich, glaube ich, haben wir auch das Spiel am Ende gestalten können. Umso mehr freut es mich natürlich aber auch, dass wir 3 junge Spieler aus der zweiten Mannschaft gleichzeitig über eine lange Strecke in der zweiten Halbzeit im Einsatz hatten, die ihre Sache, finde ich, alle sehr, sehr gut gemacht haben und gezeigt haben, dass da noch viel Potenzial aus der Jugend nach oben kommen kann und uns ja in den nächsten Jahren wahrscheinlich viel Freude bereiten wird. Und ja, dementsprechend denke ich, können wir alle jetzt mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Ich hoffe, wir sehen uns hier in der Arena spätestens am 23.04. wieder, wenn es gegen Göppingen geht. Ich wünsche unseren Gästen einen guten Heimweg und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen Dank, René. Zeit für Ihre Fragen. Bitte kurzes Handzeichen, dann bekommen Sie vom Kollegen das Mikrofon gereicht. Florian Pöhlmann, Nürnberger Zeitung. Robert, auch Glückwunsch zum Sieg, aber müssen wir jetzt tatsächlich noch über den Klassenerhalt reden oder ist es jetzt hiermit erledigt? Ich weiß es noch nicht, ob wir durch sind. Dann ist es, aber nee, das war auch wichtig für uns. Ich glaube, wir können jetzt ein bisschen sicher sein, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob das durch ist. Aber wie gesagt, wir wollen wieder. René hat das gesagt, wir haben auch die anderen Spiele gut gespielt, aber Kleinigkeiten, wir wollten wieder über längere Strecken das zeigen, wir können das und dafür braucht man ab und zu mal dieses kleine Erfolgserlebnis und das haben wir heute gezeigt und wir wollen weiterhin solche Spiele machen, auch gegen andere Gegner und unsere Entwicklung, Weg weiter marschieren, so das war einfach ein schönes Gefühl für die ganze Mannschaft. Gibt es weitere Fragen?
Nochmal Florian Pöllmann. Der wichtigste Fakt neben den Punkten, die in der Tabelle natürlich gut tun, eben dieses Gefühl wieder zu haben. So diese, ich will jetzt nicht an Glauben an eigene Stärke davon reden, ne? Weil das geht ja wieder in Richtung Selbstvertrauen, was euch nicht gefällt. Aber so dieses Gefühl, wir können das auf die Platte bringen, was wir auch im Training zeigen, war das das Wichtigste heute? Ja, klar, wir haben das auch die anderen Spiele gemacht, also über weite Strecken, aber halt das nicht gern zusammengekriegt und in gewisse Phasen Fehler gemacht, die bestraft werden in diese gegen diese Mannschaft in diese Liga, und das haben wir heute besser gemacht und wir wissen, dass wir das können, aber wenn man das 1, 2, 3, 4 Spiele nicht als Erfolg, dann wird man ein bisschen da verzweifelt und vielleicht nur zu 99% dann glaubt, dann braucht man dieses Gefühl oder Erlebnis wieder, dass es, wir können das, wir schaffen das, und dann kommen viele solche Sachen von sich allein, und das hoffe ich mit diesem Sieg auch, dass wir weiterhin Punkte holen können. Radio Lippe? Ja, Ralf Benardi, Radio. Florian, Stichworte sparsam, Spiel, Klassenerhalt. Wie wirst du es denn wieder schaffen, die Mannschaft jetzt aufzurichten? Was rechnest du dir aus für die letzten Spiele jetzt noch? Ja, was heißt für die letzten Spiele? Wir haben noch ein bisschen zu spielen, ne? Wir haben jetzt erstmal 2 Wochen Pause, werden dann uns auf das Kiesspiel vorbereiten. Aber das erzähle ich, glaube ich, schon seit Januar, dass wir uns immer aufs nächste Spiel vorbereiten. Und ich glaube, jetzt haben wir eine lange Rückfahrt. Die Jungs werden sich ein paar Gedanken machen. Und das werden wir morgen früh dann besprechen. Ja, Dietmar Welle von der Lippischen Landeszeitung, Detmold. Florian, der Beiratsvorsitzende war heute dabei, Herbert Vogel, der hat gesagt vor dem Spiel, es ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Spiel, alle wissen, auf was es ankommt. Nach den 60 Minuten hat er gesagt, es war die schlechteste Saisonleistung. Wie ist diese Diskrepanz zu verstehen? Ja, also ich glaube, vorneweg muss man sagen, dass jedes Spiel wichtig ist. Also ich glaube, wir spielen Bundesliga-Handball und wir fahren ja jetzt nicht in die Halle, um eine Kiste Bier zu trinken, sondern wir sind Profis und wir wollen jedes Spiel wichtig spielen. Und wenn man im Tabellenkeller steht, dann ist egal, gegen wen man spielt, man muss versuchen, eine gute Leistung zu bringen und Punkte zu holen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es jetzt das wichtigste Spiel war, sondern jedes Spiel ist wichtig. Natürlich, das, was wir uns vorgenommen hatten und auch dieses Gefühl, wo wir eigentlich nach Erlangen gefahren sind, mit allem, was wir haben, hier zu punkten, das haben wir nicht geschafft. Wir haben keine gute Leistung gebracht und ohne gute Leistung hat man keine Chance. Und ich glaube, dass Erlangen das heute zwar gut gemacht hat, aber wir haben es auch gar nicht geärgert. Vielleicht 20 Minuten, aber nicht länger. Gibt es noch Fragen? Ist nicht der Fall, dann wünsche ich unseren Gästen einen guten Nachhauseweg und Ihnen ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.